Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch eins meiner Geburtstagsgeschenke, welche ich zusammen mit euch auspacken wollte. Und zwar handelt es sich um dieses Paket hier. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist es von Pinkmondo. Und Pinkmondo ist eine Seite, wo ihr Diamond Painting Bilder herbekommt. Schaut gerne mal in die Infobox. Dort habe ich euch einen Link zum Online-Shop verlinkt und mit meinem Rabattcode BEAUTY10 bekommt ihr sogar 10% auf den gesamten Einkauf. Ich würde sagen, wir packen das Paket mal gemeinsam aus und ich weiß natürlich schon, was sich in dem Paket befindet. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen, damit ihr mal einen Eindruck auch von Pinkmondo und Diamond Painting bekommt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So sieht das Ganze aus. Es ist so ein längliches Paket und auch sehr schön designt mit dem Pinkmondo-Logo. Und unten sieht man das Bild. Ich zeige euch das jetzt aber auch nochmal in groß. Das ist der Inhalt vom Paket und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Unser Standard-Equipment mit Schiffchen, Wachs und einem Stift. Und das Wachs ist in einem Döschen. Das finde ich ja mal richtig cool. Und der Stift hat so einen Schaumstoffüberzug, dass es vielleicht ergonomischer für die Handbewegung ist, wenn man das die ganze Zeit dann so paintet. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und dabei war auch noch so ein Mehrfachaufsetzer, aber falls ihr mein letztes Video schon gesehen habt, habe ich gesagt, dass ich den Mehrfachaufsetzer nicht benutze, weil es einfach alleine zu painten, also Stein für Stein, viel präziser wird und deswegen mache ich das lieber so. Das ist ein Elefantenbild, wie ihr sehen könnt, und nennt sich Farbenspiel. Das seht ihr, weil hier eine riesengroße bunte Fläche an bunten Farben ist, die der Elefant aus seinem Rüssel sprüht. Ich fand das Bild super schön und war auch auf meiner Wunschliste und jetzt habe ich es zum Geburtstag bekommen. Das freut mich wirklich sehr, sehr dolle. Die Leinwand hat eine Größe von 40x60, also ihr seht ja hier einen kleinen Rand. Das Bild ist halt tatsächlich 40x60 und zusätzlich noch ein Rand, den man ja am Ende abschneiden kann. Aber die Paintfläche ist 40x60 und das Bild hat insgesamt 31 Farben. Das ist hier, das seht ihr jetzt nicht ganz genau im Video. Aber vom ersten Blick her ist die Leinwand auch super hochwertig, also sie fühlt sich sehr, sehr gut an, ist super elastisch und der Druck sieht auch sehr, sehr gut aus, man kann alles sehr gut erkennen. Und ja, die Steine, die sind ja viereckig und ich bin mal gespannt, ob das genauso auf den Vordruck passt oder ob da Lücken entstehen. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn ich anfange zu painten, wie das Ganze am Ende aussieht, da ich ja bisher nur Erfahrung mit runden Steinen hatte. Jetzt ins Eckige und da muss man wahrscheinlich noch präziser arbeiten als mit runden, denn die Farbe, die hier auf der Leinwand gedruckt ist, könnte ja durchblitzen und dann muss man halt aufpassen, ob man das im Gesamtbild noch sieht oder ob das super gut passt mit den Steinen nebeneinander. Und ich freue mich jetzt schon, dieses Bild fertig zu gestalten. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Farben. Die sind hier. Und ich würde das jetzt erstmal nicht auspacken. Die sind super gut kompakt zugebunden. Was mir hier halt auch auffällt, ist, dass die Steine auch in Zipbeuteln verpackt sind, auch mit Sticker. Hier könnt ihr es sehen, also super Aufbewahrung, wieder die Nummer von der Farbe. Und ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass man da mitgedacht hat, dass man die Tüten wieder verschließen kann, man sich Farben raus und rein machen kann, wie man sie gerade benötigt und nicht in diesen kleinen Mini-Tütchen, die aus China geliefert werden, wo dann die einzelnen Steine rumfliegen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Farbe, die glitzert so ein bisschen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ich freue mich schon sehr, sehr dolle, dieses Bild zu erstellen. Und was ich fast vergessen hätte, ist die Legende. Das ist natürlich auch immer super wichtig. Und hier bei Pinkmondo ist es auch
wieder ein Unterschied zu den anderen, denn es ist eine ja, Pappplatte, wo etwas dicker ist und man einfach die daneben legen kann. Man hat zwar auch hier im Bild eine Legende, aber wenn man die daneben liegen hat, kann man schnell mal kontrollieren, welche Farbe man benötigt. Und ja, meine Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen. Ich bin super begeistert von dem, was ich hier jetzt schon sehe. Und falls euch das jetzt angesprochen hat und ihr auch was bestellen möchtet, klickt einfach auf den Link in der Infobox und vergesst nicht, mit meinem Rabattcode BEAUTYFEE10 könnt ihr auch nochmal 10% auf euren gesamten Einkauf sparen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!